hier heute Morgen. Wir feiern 10 Jahre via Self-Invest Deutschland und wir haben hier heute den 2. Tag und ich mache nur eine wirklich kurze Vorrede, weil 9.30 Uhr reinkommen und 9.30 Uhr starten, ist halt eine schwierige Geschichte. Insofern begrüßen Sie mit mir Michael Hinterleitner, bekannt vielen vielleicht durch Broker Deal. Er hat für Transparenz in der Branche gesorgt und mal das eine oder andere unter die Lupe genommen. Aber auch candletrading.de oder auch candletalk sind mit ihm verbunden. Begrüßen Sie ihn herzlich mit einem dicken Applaus und los geht's. So, guten Morgen, liebe Trader, liebe Traderinnen und die, die es noch werden wollen. Ich bemühe mich heute Ihnen etwas Nahrhaftes für Ihr Trading-Gehirn mitzugeben. Mein Frühstück steht noch hier. Gute alte Kaffee. Die beiden Herren kennt man, Niki Lauda und James Hunt. Erbitterte Gegner auf der Piste, enge Freunde abseits der Piste. Links ein detailbesessener Getriebener, der jahrelang nichts anderes kannte als Rennfahren, Rennfahren, Rennfahren. Rechts ein, sagen wir mal, Playboy, Partylöwe, der das Leben in vollen Zügen genossen hat, auf und abseits der Rennstrecke. Ziel hatten beide das Gleiche, sie wollten Weltmeister werden, nur die Art, wie sie das erreichen wollten, hat sich grundsätzlich unterschieden. Gemessen an der Anzahl der Trophäen hat Niki Lauda klar die Nase vorn. Er hat den begehrten Pokal 3-mal in die Höhe stemmen dürfen, James Hunt hingegen nur 1-mal. Ja, Niki hat also 3 große Höhepunkte, aber auch sehr viele enorme Rückschläge, wie Sie wissen. Hatte auch dem Tod ins Auge blicken müssen, ein Totalverlust sozusagen. Und die Karriere von James Hunt ist eher entspannt verlaufen, auch erfolgreich. Und den stelle ich mir eher so mit dem Cocktailglas in der einen Hand und einer schönen Begleiterin am anderen Arm vor. Beide Weltmeister, beide Rennfahrer bis aufs Blut. James mit der ausgewogenen Work-Life-Balance, wie man heute so schön sagen würde. Warum erzähle ich Ihnen das? Wenn man die Rennjahre dieser beiden in Ertragskurven packen würde, könnten diese so aussehen. Links Nikis wilder Ritt mit 1, 2, 3 Weltmeisterschaften und heftigen Drawdowns mit in der Spitze 130% Gewinn. Und rechts James, ja, entspannte, weniger holprige Karriere mit knapp 40% Gewinn. Jetzt bin ich mal neugierig. Heben Sie bitte kurz die Hand, wenn Sie am eigenen Leib lieber die Karriere von Niki Lauda erlebt hätten. Und wer lieber die von James Hunt? Okay. Ja, wenig überraschend. Mir geht's genauso. Früher wollte ich unbedingt das hier. 3-stellige Renditen im Jahr, koste es, was es wolle. Ja, ob es die jungen wilden Jahre waren oder einfach nur die Gier, das ist im Nachhinein immer nicht so einfach zu sagen. Mittlerweile ist das Ganze anders geworden. Ich verrate Ihnen jetzt, was Sie sehen hier, 2 Ertragskurven meines eigenen Tradings über einen vergleichbaren Zeitraum. Links sehen Sie mein Daytrading, in der Regel mit dem DAX 30 CFD. Ja, können Sie sich richtig, richtig vorstellen, mit stundenlanges Reinhacken in die Tasten. Und rechts sehen Sie mein entspanntes, faules End-of-Day-Trading mit Aktien im Tageschart, ohne dass größere Anwesenheit während der Börsenhandelszeiten notwendig ist. Analyse und Orderaufgabe erfolgt zwischen Börsenschluss und Börsenöffnung am nächsten Tag. Wie das im Detail im Alltag abläuft, zeige ich Ihnen in den nächsten Minuten. Mein Name ist Michael Hinterleitner, Österreicher, wie Sie wahrscheinlich schon unschwer gehört haben. Die Börse ernährt mich seit 19 Jahren. Ich hatte nie einen anderen Arbeitgeber. Ich liebe es. Und 2011 kam noch Broker die Idee dazu. Broker vergleichen mit Cashback für jeden Trade. Kennt der eine oder andere vielleicht, letztes Jahr verkauft. Und nun endlich wieder mehr Zeit und Muße, mein eigenes Trading voranzutreiben, auf ein neues Level zu heben. Hier sehen Sie meinen damaligen Arbeitsplatz. Das war noch 2016 im Zuge eines Interviews. Damals noch komplett in Daytrading versunken, versessen. Heute weiß ich es für mich besser. Ich will entspannt sein, ich will Zeit für meine Frau, für meine 3 Lausbuben haben, für meine Hobbys, für meine Unternehmen. Ich liebe Unternehmertum und vor allem will ich Zeit haben für das Tüfteln und Feilen an neuen Ideen, an neuen Strategien. Das ist der eigentliche kreative Prozess hinter dem Trading. Das Tippen der Orders ist dann eigentlich nur noch langweilige Routine.
Ja, zurück zu dem, was Sie am meisten interessiert, wie Sie erfolgreich handeln können mit nur 15 Minuten Aufwand am Tag. Kann es jeder? Ja, da gibt es keinerlei Hürden, weder zeitlich noch andere Voraussetzungen angeht. Sie benötigen keine umfassenden Kenntnisse für den Börsenhandel. Also nicht einmal Fundamentaldaten werden berücksichtigt. Der nackte Chart reicht mir aus. Brauchen Sie dazu mehrere Bildschirme, teure Kursdatenabos, teure Software? Nein, es reicht schon ein einziger seriöser Broker mit börsenechten Kursen, wie es etwa auch Wer Self-Invest einer ist, mit dem ich seit vielen Jahren sehr zufrieden zusammenarbeite. Wären Sie mit dem, was ich Ihnen nachher zeige, schnell reich? Nein, es geht nicht um schnell reich werden, es geht um erfolgreiches Traden und das dauert seine Zeit. Und dieser Vortrag heißt ja auch nicht schnell reich werden, sondern erfolgreich traden mit 15 Minuten am Tag. Mit durchschnittlich 30% Ertrag im Jahr können Sie sich selbst ausrechnen, was bei einem, sagen wir, 100.000 Euro Konto am Ende des Jahres nach Steuern noch übrig bleibt. Wenn Sie mehr Kapital zur Verfügung haben, Gratulation. Wenn Sie weniger haben, nicht verzweifeln, das magische Wort heißt Zinseszins. Wie kam es nun dazu, dass ich vom gestressten Daytrader zum faulen Trader wurde? Ausgangspunkt war eine Echtgeld-Challenge, die ich in meiner Community 2017 gestartet habe. Es wurde in Reihe von Webinaren und in meinem Forum alles dokumentiert. Ausgangsbasis war eine simple Idee: Wie kann man mit dem Tageschart und Analyse- und Orderaufgabe außerhalb der Handelszeiten erfolgreich handeln? Und ausgehend von einer simplen Idee für den Einstieg wurde dann alles getestet und ausprobiert und am Ende habe ich diese Erkenntnisse von A bis Z natürlich meinen Lesern preisgegeben. Dieser Prozess können Sie sich so vorstellen: Sie brauchen alles, was Sie brauchen am Anfang, ist eine simple Einstiegsidee. Und dann testen Sie einfach alles mit Echtgeld, weil damit ein bisschen Skin in the Game ist. Wer mit Demokonten und Paper Trading sich reich rechnet, die Leute kennt man. Das funktioniert im Simulationsmodus wunderbar. In der Praxis kriegt man dann richtig auf die Fresse. Dieser Prozess ist im Hintergrund aufwendig, weil Sie müssen messen, Sie müssen analysieren, Sie müssen die richtigen Schlussfolgerungen treffen. Aber im Grunde ist dieser Weg von einer simplen Idee zur fertigen Strategie unglaublich einfach. Man muss das nur wie Aschenputtel halten. Wer errät, welchen Spruch, welche Weisheit ich ersuche, der kriegt dieses wunderbar designte, handgemalte Trader-T-Shirt. Welcher Spruch, welche Weisheit suche ich hier? Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Danke. Gratuliere. Also wie gesagt, simple Einstiegsidee und dann testen Sie einfach alles. Testen Sie Kursziele, testen Sie Trading-Stops, testen Sie Teilgewinnmitnahmen, Zeitstops, enger Stop-Loss, weiter Stop-Loss, gar kein Stop-Loss, alles ist erlaubt. Das Wichtige ist messen. Was nicht gemessen wird, kann nicht verbessert werden. Das heißt, es geht um das detailreiche, ausführliche Führen eines Trading-Journals und dann daraus einfach die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Klingt wahrscheinlich für den einen oder anderen zu einfach, was erzählt mir denn da, macht doch jeder so. Tatsächlich, das bezweifle ich doch sehr stark in der Erfahrung, die ich auch in meiner Community gemacht habe. Das Problem bei der Umsetzung dieser so logischen Regeln ist immer das hier, unser Köpfchen, unser Mindset. Wir Menschen, wir hassen es zu verlieren. Ja, wir wollen gewinnen, vor allem wir Männer, wir wollen obsiegen, wir wollen dominieren und Schwächen kennen wir nicht, Fehler werden unter den Teppich gekehrt und immer wieder gemacht, weil wir einfach nicht messen und nicht objektiv und uns selbst gegenüber ehrlich sind. Definition von Wahnsinn kennen Sie, oder? Immer wieder das Gleiche machen und andere Ergebnisse zu erwarten. Also ich war jahrelang so ein Wahnsinniger im Trading, leider viel zu jahrelang. Das Grundübel bei mir war, ich bin faul, bequem. Ich habe zwar Trading-Journal geführt, aber dann nicht regelmäßig ausgewertet, auch nicht schonungslos ehrlich gegenüber mir gewesen. Und dabei wäre es so einfach. Ja. Da interessiert mich mal kurz wieder in der Runde, wer schon handelt. Wer kann ehrlich über sich behaupten, dass er sämtliche Daten und Gedanken, die er beim Einstieg, Ausstieg und beim Management laufender Position hatte, festhält schriftlich? Na gut,
dann brauche ich nicht in die Runde fragen, ob das einem zum Erfolg verholfen hat. Es ist tatsächlich, es klingt so einfach, aber es ist das Um und Auf. Führen Sie den Trainingsjournal, halten Sie alle Gedanken fest, die Sie hatten, Einstieg, Ausstieg, während des Drehs. Und dann geht es noch darum, da brauche ich jetzt gar nicht fragen, weil in der ersten Frage schon keiner aufgezeigt hat, sich auch hinsetzen regelmäßig und das schonungslos analysieren und die richtigen Schlussfolgerungen daraus treffen. Was funktioniert reproduzierbar, wird einfach beibehalten. Was nachweislich nicht funktioniert, lassen Sie die Finger davon. So einfach kann Trading sein. Jetzt zeige ich Ihnen mal, wie diese eigentlich sehr logische Vorgehensweise, was das aus meiner simplen Einstiegsidee gemacht hat. Links sehen Sie 213 Echtgeld-Trades durchgeführt im Zeitraum von 13 Monaten im Zuge dieser Challenge. Und rechts die Entwicklung am Ende der Challenge. Wenn man reproduzierbar, was funktioniert, beibehält und was nachweislich nicht funktioniert hat, einfach die Finger davon lässt. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle, die Frage kommt eigentlich dann immer, vor allem im Nachhinein, welche Indikatoren verwenden Sie denn, um hier diese Fehlsignale zu filtern? Keine. Ich verwende seit Jahren absolut keine Indikatoren mehr. Der nackte Chart sagt mir alles, was man wissen muss. Ja, dass mir Spaß macht, meine Erkenntnisse mit meinen Lesern und Freunden zu teilen, zeige ich Ihnen das gleich anhand einiger Beispiele. Das genaue, detaillierte Regelwerk können Sie auch jederzeit von mir bekommen. Surfen Sie einfach vorbei auf derfauletrader.de. Bei den nächsten Folien sehen Sie Screenshots, natürlich vergangener Trade. Das sieht in Retrospektive immer einfach und zu gut, um wahr zu sein aus. Ich verspreche Ihnen aber, wenn am Ende noch Zeit ist und das Internet mir wohlgesonnen ist, dann zeige ich Ihnen meinen täglichen Ablauf beim Scannen meiner 70 Aktien, dort 2 bis 3 Minuten. Und im Idealfall finden wir Live-Signale des gestrigen Freitags, die ich dann am Montag umsetzen werde. Und Sie können in den nächsten Tagen dann nachschauen, wie sich das entwickelt hätte. So, werfen wir zum Warmwerden einen Blick auf den Tageschart der Münchner Rück. Wo der Stopp zu liegen kommt und wo ich im Gewinnfall aussteige, lassen wir erstmal noch außen vor. Und der Einfachheit halber werde ich mich nur auf die Long-Seite fokussieren, also nur auf die potenziellen Kaufsignale, um es jetzt nicht zu komplex zu machen. Das Regelwerk gilt natürlich für Verkaufssignale einfach spiegelverkehrt. Das Setzen auf fallende Kurse ist natürlich auch fixer Bestandteil meines Tradings, ist etwa mit CFDs ja problemlos umsetzbar. Die erste Aufgabe, Schritt 1 beim täglichen Scannen, ist die Suche nach meinem simplen Einstiegssignal, also ob die Tageskerze meinen Kriterien entspricht. Die da ganz einfach wären, die Tageskerze muss bullish sein, das heißt der Schlusskurs muss über dem Öffnungskurs liegen. Es muss eine Korrektur vorher aufgetreten sein, das heißt der Kurs muss wieder günstiger geworden sein. Das Tageshoch muss unter dem Tageshoch des Vortages liegen. Und dieses Tageshoch darf nicht zu weit vom Tief der Korrekturbewegung entfernt sein. Ganz einfach deshalb, weil ich in den zu erwartenden neuen Swing nach oben ja maximal günstig reinkommen möchte und nicht dem Zug schon hinterherlaufen möchte. Und dieses Tageshoch, das ich erwähne, spielt auch deshalb eine größere Rolle, weil hier die Stop-Buy-Order zu liegen kommt für den nächsten Tag darauf, beziehungsweise 1-2 Cent darüber. Durch diese Order, übrigens diese Stop-Entry-Order, verpassen wir schon sehr, sehr viele Fehlsignale. Wenn der Kurs am nächsten Tag nur fällt und fällt und fällt, wird die Order gar nicht ausgeführt und wir haben keinen Fehltrade. Das heißt, der Stop-Buy-Order heißt nichts anderes, als der Kurs muss am nächsten Tag das Tageshoch erreichen bzw. überschreiten. Erst dann wird die Long-Order zu einer Long-Position. Das war Schritt 1. Die Einstiegskerze muss meine Kriterien erfüllen. Im zweiten Schritt prüfe ich, ob der Tagesmodus, der Trendmodus im Tageschart bullish ist. Ich definiere das ganz streng nach Lehrbuch, hier gibt es keinen Interpretationsspielraum, keine Zweifel, höhere Hochs, höhere Tiefs, Aufwärtstrend, tiefere Tiefs, tiefere Hochs, Abwärtstrend. Charttechnik wie aus dem Lehrbuch, ich lege Ihnen das kurz mal über den Chart. Sie sehen hier zweifelsfreier Aufwärtstrend, ein Hoch jagt das andere, ein höheres Tief jagt das andere. Und deshalb ist Schritt 2 hier erfüllt, Tagestrend passt und wir haben die gültige Signalkerze, Tagestrend passt und jetzt haben wir Kriterium 3, der Wochen- und der Monatschart dürfen nicht explizit widersprechen, auch wieder im Trendmodus. Sie sehen hier den Wochenchart der Aktie, blau markiert, jene Handelswoche, in der das Signal im Tageschart aufgetreten ist. Wir haben hier schon ein höheres Hoch vorliegen und ein höheres Tief vorliegen. Und das letzte Zwischenhoch wurde auch schon überschritten, also der Wochenchart
der Trend im Wochenchart legt uns auch keine Steine in den Weg. Der Monatschart sieht ähnlich aus. Das vierte und letzte Kriterium: ich brauche ein Chance-Risiko-Verhältnis größer 2. Das heißt, wenn mein Risiko 1 Euro beträgt, brauche ich bis zum Kursziel mindestens 2 Euro Platz, damit, wenn der Gewinn, wenn der Trade aufgeht, er 2 Verlierer wettmachen würde. Damit das sichergestellt ist, wie stelle ich das sicher, darf keine charttechnische Hürde im Weg liegen hin zu diesem TRV von 2, diesem Chance-Risiko-Verhältnis. Das sieht hier wie eine knappe Kiste aus. Wir haben hier wieder einen Tageschart und das jüngste Bewegungshoch ist ein logischer Widerstand für mich. Das heißt, bis dahin muss ich meinen TRV von 2 in trockenen Tüchern haben oder der Trade darf nicht gemacht werden. Das stellt man insofern sicher, indem ich in einen 30-Minuten-Chart zoome. Also wenn alle drei Kriterien passen, dann zoome ich in einen 30-Minuten-Chart und suche mir hier wieder rein charttechnisch. Stopp- und Ausstiegskurs werden nur anhand der Charttechnik gesucht, anhand von Hürden und Unterstützungen, keine Indikatoren oder sonstiges. Ich zoome in den 30-Minuten-Chart, Sie sehen hier rechts die Tageskerze des Signaltages. Die Stop-Buy-Order würde hier über diesem Hoch zu liegen kommen, bei 227,9. Und jetzt suche ich mir einen maximal engen Stoppkurs, der sich gegeben muss durch eine charttechnische Unterstützung. Zum Beispiel hier diese zwei lokalen Tiefs verbunden mit der Linie ergeben mir einen wirklich sehr engen Stopp. Die nächste Variante wäre hier das Doppeltief. Aber vorausgeschickt schon mal, mit diesem Doppeltief würden wir das TRV von 2 nicht erreichen, mit diesem engen Stoppkurs. Umso enger der Stoppkurs, umso besser mein TRV, umso höher meine erlaubte Stückzahl. Und wir haben hier die Stop-Buy-Order auf 227,9. Habe das gleich noch auf einer Folie schriftlich festgehalten. Und dieser Stoppkurs hier würde einen Abstand von 0,9 Euro ergeben. Das heißt, ich brauche 1,8 Euro mindestens Platz bis zum nächsten charttechnischen Kursziel. Und das charttechnische Kursziel liegt natürlich hier oben am Bewegungshoch. Bis dahin brauche ich mindestens 1,8 Euro und es sind sogar etwas mehr. Wir haben den geplanten Einstiegskurs bei 227,9. Stop-Loss liegt 0,7 Euro tiefer und das Kursziel in Form des letzten Bewegungshochs bei 230,8 ergibt sogar ein TRV von 3,2, Chance-Risiko-Verhältnis von 3,2. Was konkret bedeutet, wenn der Trade aufgeht, macht er mir 3,2 Verlierer wett, was es mir erlaubt, meine Strategien auch dann zu handeln, wenn die Trefferquote unter 50% zu liegen kommt. Das Ergebnis im Tageschart, wie der Trade dann tatsächlich abgelaufen ist, zeige ich Ihnen ganz kurz. Ich zoome mal ein bisschen rein in den Chart. Signalkerze, Stop-Buy-Order über dem Tageshoch wird genau ausgeführt und am zweiten Tag landet der Trade im Kursziel. Tja, im Nachhinein. Sofort raus, fixes Kursziel. Im Nachhinein betrachtet sagen Sie natürlich, naja, kleiner Trade, da wäre eigentlich mehr drin gewesen. Tja, ja, wäre es. Erstens ist es im Nachhinein immer leicht zu wissen und zweitens haben meine Auswertungen immer und immer wieder gezeigt, bei meiner Lieblingsvorgehensweise haltet da wirklich wenige Tage. So kann ich nämlich Fundamentaldaten ignorieren. Arbeitslosenzahlen, Ölvorräte, ist mir alles egal. Aber da darf man halt den Trade nicht zu lange laufen lassen, weil dann schlagen die Daten natürlich auch durch. Also meiner Vorgehensweise hat sich immer und immer wieder gezeigt, dass ein fixes, simples Kursziel, dazu maximal noch ein Zeitstopp, alles outperformt, was man sonst noch an Ausstiegsvarianten machen könnte. Sehr beliebt nachgezogene Stops, sehr beliebt auch Teilgewinnmitnahmen, performt alles schlechter, ganz einfach aus dem Grund. Mit nachgezogenen Stops will man natürlich wieder seiner Psyche was Gutes tun und ihm zu Silvester sagen können, ich habe das Jahr 2 Megatrends geritten, das mag schon sein, die kommen vor, die Megatrends. Dafür haben Sie aber, wenn mehreren 100 Trades, wenn Sie jedes Mal vom Bewegungshoch bis zum Kursziel, haben Sie immer Buchgewinne, die Sie wieder abgeben und das summiert sich, summiert sich, summiert sich und bei den Kurszielen, die charttechnisch gut liegen, sind Sie überdurchschnittlich oft einfach am Maximum der Bewegung raus und ich nenne das auch gern Fire and Forget, ich gebe die Orders auf, Kursziel Stop Loss und dann kann ich mich faul zurücklehnen. Ja. Ich sage auch ganz gern, das ist eher der Spatz in Hand als die Taube auf dem Dach. Ist auch so ein Dogma in der Trading-Welt, Gewinne laufen lassen, maximal ausreizen, alles schön und gut. Aber wenn
ihre Strategie und ihre Auswertungen was anderes ergeben, wäre es ja unverantwortlich, anders zu handeln. So, das war jetzt nochmal ein Kaufsignal im Tagesstarter München Rück. Hat es denn keine anderen gegeben in diesem schönen Aufwärtstrend? Tatsächlich nicht. Ich zeige Ihnen auch kurz ein Beispiel, woran es gescheitert ist. Sie sehen hier links Aufwärtstrend, kleine Korrektur und eine kleine bullische Tageskerze. Formal passt alles, allerdings ist der Tagestrend noch klar abwärts gerichtet. Das heißt, Kriterium 2 ist schon mal No-Go. Dann haben wir höhere Hochs, höhere Tiefs im Tagesstart, haben wir auch eine Korrektur, eine kleine bullische Tageskerze. Sagen wir mal, Wochen- und Monatschart haben auch mitgespielt, was hier noch nicht der Fall war. Dann würde eine Stop-Buy-Order über das Tageshoch gelegt werden. Wir sehen aber, am nächsten Tag wurde dieser Kurs gar nicht mehr erreicht. Das heißt, der Trade wurde nicht aktiviert und blieb ein Fehlsignal erspart. 3 Tage später wieder Korrektur, Aufwärtstrend gilt noch, grüne Kerze, aber die ist weder klein, noch haben wir ein Tageshoch, was unter dem des Vortages liegen würde. Dann haben wir unser Signal. Hier haben wir nochmal im schönen Aufwärtstrend eine sehr schöne Korrektur, eine grüne Kerze, dessen Tageshoch ist mir allerdings schon zu weit vom Bewegungstief entfernt. Heißt, hier ist der Zug schon ein bisschen abgefahren, die Action ist schon in Gange und ich will da nicht zu spät hinten nachspringen. Im Nachhinein betrachtet wäre ich trotzdem gern reingesprungen, aber das ist alles. Wir sind hier nicht im Wünsch-dir-was. Hier noch einmal zur Vollständigkeit halber, hier haben wir keine schöne Korrektur und auch einen Widerstand in der Nähe. Da brauche ich gar nicht überlegen, ob das Chance-Risiko-Verhältnis von 2 erreicht ist und das Tageshoch ist auch wieder über dem Tageshoch des Vortages. Ja, nicht so beeindruckend viel gehandelt in einem eigentlich schönen Aufwärtstrend, mögen Sie vielleicht denken. Ja, das ist so, aber wenn Sie ein bewährtes Regelwerk haben, im Laufe von Jahren aufgebaut, dann kommen Sie am Ende zu den 1A-Signalen und dann das ist ja das Schöne mit Aktien, Sie müssen ja nicht nur einen Wert handeln und hier wochenlang auf ein Signal warten, sondern Sie haben ein Portfolio von Aktien und da tut sich jeden Tag irgendwo was und dann konzentriert man sich einfach auf die 1A-Signale. Ich habe auch noch einen anderen Chart für Sie, Accor, wo sich 3 Signale innerhalb kurzer Zeit ergeben haben. Wurden auch im Laufe dieser Echtgeld-Challenge nachweislich gehandelt. Wir hatten hier einen Abwärtstrend, musste ein bisschen reinzoomen. Dann eine schöne Korrektur nach oben. Hier haben wir jetzt mal ein Short-Setup, kleine bierische Tageskerze. Die Verkaufsorder war unter dem Tagestief, wurde haarscharf ausgeführt und dann wurde der Stoppkurs haarscharf erreicht. Also schönes Beispiel für scheiße gelaufen, ist dann schön runtergeknallt, aber ja, dafür hat der nächste Trade wieder umso besser machen können. Wir haben schöne Downswings, wir haben eine schöne Erholung. Man kommt wieder günstig in den Abwärtstrend rein. Kleine bierische Tageskerze und das Tagestief wurde aktiviert und 4 Tage später sind wir im Kursziel gelandet. Das Kursziel war wieder die charttechnisch gesehen der ungefähr das letzte Tief. Dieser Trade hatte einen CRV von 5,8. Heißt, wenn Sie üblicherweise 1% Ihres Kapitals riskieren, dann hätte Ihnen dieser Trade 5,8% Gewinn gebracht. Macht also 5,8 Verlierer wett. Hier rechts sehen Sie auch nochmal eine schöne Korrektur und eine kleine bullische Tageskerze, die habe ich am dritten Tag wegen einem verlängerten Wochenende dann manuell geschlossen. Die grobe Zusammenfassung. Ein Kaufsignal liegt vor, wenn Schlusskurs über dem Eröffnungskurs liegt. Die Kerze darf auch kein Doji sein, also wenn diese beiden Kurse, Eröffnung und Schlusskurs, beieinander oder ganz beieinander, knapp beieinander liegen, dann ist das keine bullische Tageskerze. Das Tageshoch muss unter dem Tageshoch des Vortages liegen. Der Kurs darf noch nicht sich schon wieder zu weit erholt haben vom Bewegungstief. Der Tagestrend muss klar bullisch sein und Wochen- und Monatschart dürfen nicht explizit widersprechen. Wenn jetzt Wochen- und Monatschart in einer Seitwärtsphase sind, dann ist es auch okay, aber sie dürfen nicht explizit in einem Abwärtstrend sein, dann ist das Kaufsignal nicht gültig und das Chance-Risiko-Verhältnis muss größer 2 sein. Das detaillierte Regelwerk, es gibt noch 1, 2 Sonderregeln, die will ich Ihnen heute nicht zu sehr verkomplizieren, können Sie jederzeit von mir haben unter michael-der-faule-trader.de. Ich habe auch noch eine bessere Neuigkeit für jene, die gerne rumdüffeln, experimentieren und denen sowas interessiert. Und zwar werde ich in Kürze ein neues Echtgeldkonto starten, transparent, wahrscheinlich gefüllt mit 10.000 Euro, kann jeder zusehen. Und ich nehme wieder eine simple Einstiegsidee, anders als die hier, aber ähnlich. Und probiere dann wieder alles aus, wo ich schon weiß, dass wir mich Geld kosten, aber ich will es wieder zeigen, welche Fehler man vermeiden sollte, um meinen Lesern den einen oder anderen teuren Fauxpas zu ersparen. Ich werde da am Anfang also bewusst Geld verbrennen
und dann im Laufe der Zeit zeigen, wie man das analysiert, wie man die richtigen Schlussfolgerungen daraus trifft und dann am Ende eine fertige Strategie von A bis Z hat und die teile ich wieder mit meinen Lesern. Außerdem, weil ich ja ein fauler Hund bin, investiere ich auch in Alternativen zum Eigenhandel, also welche automatische Handelssysteme sind seriös, funktionieren, Copy Trading, Social Trading und finde da hoffentlich die eine oder andere Perle, die ich dann auch mit meinen Lesern teilen kann. Wenn das für Sie interessant klingt, surfen Sie vorbei auf derfauletrader.de, tragen Sie sich einfach in einen kostenlosen Newsletter ein, damit Sie den Start und die Erkenntnisse daraus nicht verpassen. Ich fasse zum Abschluss nochmal den Nutzen meiner bequemen Strategien zusammen. Der Zeitaufwand ist minimal. Sie benötigen keine Fundamentaldaten, wie Arbeitslosenzahlen, Zinssenkungen interessieren uns alles nicht. Und vor allem muss man diese auch erstmal richtig interpretieren. Ja? Zahlen, Fundamentaldaten mitkriegen ist das eine, man erwartet aber fallende Kurse und Kurse schießen aber in die Höhe, kennen Sie alles, wenn Sie schon eine Weile dabei sind, interessiert mich alles nicht. Die einzigen Fundamentaldaten, die man beachten muss bei diesen Aktienstrategien, sind Unternehmenszahlen. Beispiel vorher München Rück. Da wird kurz nachgeschaut auf Reuters oder anderen Terminkalendern, ob die Aktie in den nächsten Tagen Unternehmenskennzahlen veröffentlicht. Quartalszahlen, Jahresbericht. Das ist das Einzige. Das ist ein kurzer Check, dauert eine Minute und das ist erledigt. Sie brauchen keine Indikatoren. Der nackte Chart reicht uns völlig aus. Und es sind keinerlei Investitionen in Bildschirme, Kursabos, Software notwendig. Es gibt diverse Tageschart-Plattformen mit Realtime-Daten. Brauchen die nicht mal Realtime-Daten sind nötig. Es reicht schon ein seriöser Broker, einer wie wir Selfnest etwa ist. Ja, um auf die Analogie vom Beginn zurückzukommen, Niki Lauda, James Hunt. Früher war ich der gestresste, grimmig dreinblickende Niki Lauda. Mittlerweile bin ich eher der entspanntere James Hunt. Optische Ähnlichkeit ist ja auch nicht zu übersehen. So, ich muss mal schauen, ob noch Zeit ist, hoffentlich, weil dann können wir uns ansehen, jawohl, wenn das Internet uns wohlgesonnen ist, ob sich gestern etwas ergeben hat bei meinen 70 Aktien. Und Sie sehen dann, dass diese Analyse tatsächlich nur wenige Minuten am Tag in Anspruch nimmt. Meine Welt in diesem Fall sind die deutschen und französischen Blue Chips, also 30 deutsche und 40 französische Aktien. Das Kennen zeige ich Ihnen jetzt mal in Realtime, wozu einige Wochen Übung notwendig sind und dann klappt das Ganze in dieser Geschwindigkeit. Ah, jetzt spielt wieder. Ah, toll, das Internet. Gut, machen wir es mal so. Stefan, magst du mir nochmal deinen Hotspot freischalten? Ist ihm zu langweilig geworden. Welcher? Internet. Jetzt. Wunderbar, danke Stefan. Also, wenn die Geschwindigkeit mitspielt, dann zeige ich jetzt mal in Echtzeit, wie schnell das tägliche Scannen abläuft. Nein, kein Signal, kein Signal, kein Signal, kein Signal. BMW hatte Donnerstag hier ein schönes Signal. Ist auch gestern schon ausgeführt worden, ist auf dem Weg Richtung Kursziel. Kein Signal. Nein. Deutsche Börse könnte ein Short-Signal sein. Wir haben einen intakten Abwärtstrend. Wir haben eine Korrektur. Wir haben eine bierische Tageskerze. Checken mal den Monatschart. Nee, also Monatschart ist eindeutig bullish. Das heißt, ein Short-Trade kommt hier schon mal nicht in Frage. Deutsche Post, Deutsche Telekom. Sie sehen, ich mache es jetzt bewusst so schnell, wie ich es tatsächlich im Alltag mache. Das ist jetzt für Sie vielleicht etwas weniger sinnvoll. Ah, da macht es Klingeling. Fresenius Medical Care.
Wir haben hier, kommen wir gleich zu Ihnen. Wir haben einen wunderschönen steilen Aufwärtstrend, eine schöne Korrektur, die uns bis zum Kursziel auf jeden Fall ein schönes CRV, ein schönes Chance-Risiko-Verhältnis garantieren sollte. Kurzen Blick in den Monatschart. So, da wird es knapp. Wir haben tief, hoch. Okay, wir haben schon ein höheres Tief im Monatschart, das heißt, der Monatschart widerspricht zumindest mal nicht explizit. Und im Wochenchart haben wir auch höheres Hoch und höheres Tief, passt. Also beide widersprechen nicht explizit. Das heißt, wir haben ein gültiges Long-Signal für Montag vorliegen. Ich weiß auch, dass keine Daten nächste Woche kommen von irgendwelchen deutschen Aktien. Das heißt, die Fundamentaldaten brauche ich gar nicht mehr checken. Jetzt zoome ich wieder in den 30-Minuten-Chart und suche mir einen möglichst engen charttechnischen Stop-Loss. Der würde hier liegen. Hier haben wir im 30-Minuten-Chart ein lokales Tief. Das Tief ist bei 65,58. Sagen wir mal, Stop-Loss wird auf 65,55 gelegt. Stop-Entry-Order würde zu liegen kommen über den Tageshoch. Es liegt bei 66,08. Also sagen wir Stop-Entry auf 66,1. Gibt ein Risiko von 55 Cent. Ich brauche also bis zum Kursziel mindestens 1,1 Euro Platz. Das haben wir hier locker. Hier haben wir eine schöne Top-Bildung und ich würde das Kursziel hier auf 68,8 legen. 68,8, 66,1, 2,7 Euro potenzieller Gewinn. Bei 0,55 Euro potenziellen Verlust macht ein CRV von 4,9. Chance-Risiko-Verhältnis ist also 4,9. Wenn der Trade aufgeht, macht er 4,9% Gewinn. Wenn Sie wollen, können Sie das schon mal notieren. Den Trade werde ich am Montag eingehen und wenn es interessiert, schauen Sie ein paar Tagen nach, wie er sich entwickelt hat. Also Stop-Entry 66,1, Stop-Loss 65,55 und Kursziel 68,8. Mal kurz weiter checken, ob sich im DAX noch was ergibt. Hier sieht es formell auch auf den ersten Blick nach einem Kaufsignal aus, allerdings hier höheres Hoch als gestern und ich habe versprochen, hier auf eine Frage zurückzukommen. Ja? Ja. In einem Zeitraum von 13 Monaten ist diese Challenge, die wir da gemacht haben, dokumentiert in Webinare und im Forum, waren es 213 Trades in 13 Monaten. Ja, wir haben ja wirklich alle Signale mitgenommen und dann eben ausgefiltert und gefiltert und gefiltert. Am Ende sind es dann 62 Trades, die aus dieser Strategie dann noch gültig sind, die alle Kriterien erfüllt. Also es sind in stressigen Wochen 5 Trades umzusetzen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, wenn Sie, es kommt natürlich auf Ihr Aktienuniversum an. Ja. Wenn Sie einen Scanner haben, was ich auch vorhabe zu programmieren, das wird im Zuge der nächsten Challenge, in das Echtgeldkonto, was ich auflege, ist das Endziel, die Strategie fix und fertig zu programmieren. Für die Leser auch. Das hier ist ein kleines Universum, das sind 70 Aktien, wenige Signale pro Tag, faules Trading. So, ich check kurz die Zeit. Haben wir noch, oder kurz? Vielleicht finden wir noch ein Signal für Montag. Vonovia. Abwärtstrend im Tageschart. Erholung, kleine bierische Tageskerze. Allerdings glaube ich nicht, dass wir hier im Monats- und Wochenchart. Ja, also der Monatschart spricht hier noch eine andere Sprache. Der Wochenchart auch, höhere Hochs, höhere Tiefs, nee, ist nicht erlaubt. Da. Ja gut, die französischen Aktien zicken jetzt rum. Ich belasse es dabei, Sie haben gesehen, dass es eigentlich das Scannen, selbst manuelles Scannen von 70 Aktien dauert 2-3 Minuten am Tag.
das Finden der charttechnischen Marken nochmal ein, zwei Minuten, das Umsetzen ist dann wenig Handarbeit, Kauforder in der Plattform, Stoppkurs, Zielkurs und das war's. Am nächsten Tag nur nochmal checken, wo der tatsächliche Ausführungskurs lag und beim eventuellen Gap anpassen und das war's schon. Ja, ich komme jetzt in die Zeit, meine Zeit geht dem Ende zu. Ich hoffe, Sie konnten das ein oder andere Sinnvolle für sich mitnehmen. Würde mich freuen, mich mit Ihnen weiter auszutauschen. Ich bin auch hier dann noch für Antworten, stehe ich zur Verfügung. Wenn ich die Antworten nicht weiß, laufe ich trotzdem nicht davon. Würde mich freuen, Sie auf derfaulertrede.de wiederzusehen als Leser und im gemeinsamen Austausch beim Finden solcher faulen Strategien. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank an WSL Invest für die jahrelange erfolgreiche Partnerschaft und die tolle Location hier. Danke sehr.